habe gerade 370 Euro bekommen. Zehntausende User sind jetzt gerade live auf Twitch. Doch nur die allerwenigsten haben wirklich krasse Zuschauerzahlen. Das ist unter anderem der Grund, warum ich nach meinen Twitch-Livestreams meistens ziemlich kleine Streamer supporte. Hey, krass. Luca, Mann, was machst du? Heute werde ich allerdings nicht meine Zuschauer nach dem Beenden meines Streams zu einem kleineren Streamer schicken, sondern ihnen Geld donaten. Und zwar insgesamt 1000 Euro. Ich würde sagen, wir fangen an mit ihm hier. Er spielt gerade Cities Skylines und er hat gerade 8 Zuschauer. Wir fangen bei ihm jetzt einfach mal an mit 20 Euro und arbeiten uns dann über die Dauer des Videos hoch. Feier deinen Stream, mach weiter so. Ah! Baufasertapete. Luca, schon mal 20 durch den Chat und schreit, feier deinen Stream, mach weiter so. Ja, danke. Das habe ich ja noch nie vom Bot gesehen. Danke dir. Vom Bot? Ich bin kein Bot, ich bin Luca. Er ist völlig perplex. Wo kam das denn her? Womit habe ich das denn verdient? Einfach so. 20 Euro, bist du verrückt, Luca? Vielen, vielen Dank. Kein Problem, Bruder. Am liebsten würde ich ihm alles geben. Was 20 bedeutet. Ich würde ihm am liebsten alles geben. Oh Mann. Ach du heilige Scheiße. Oh Mann, ich habe mir 1000 Euro für das heutige Video vorgenommen. Am liebsten würde ich ihm jetzt direkt 1000 donaten. Die Jungs hier schauen, glaube ich, gerade zweite Liga und streamen einfach, wie sie das gucken. Sein Top-Donator ist Marki08 mit 48 Euro. Das überschreiten wir jetzt erstmal. 50 Euro von Laser Luca? Danke für die 50 Euro. Bitteschön. Alles Gute für den Aufstieg. Ist das der Laser Luca? Es gibt nur einen Laser Luca. Digga, 50 Euro? Also wirklich, danke nochmal. Kein Problem, Bruder. 50 Euro ist viel Geld. 3 Tage später. Viel Glück für den Aufstieg, Jungs. Jetzt kam es erst an. Hier donaten wir als nächstes und zwar sammeln die beiden Geld und Spenden für den Tierschutz. Benutzerdefinierter Betrag, wir machen mal 80 Euro. Ich weiß halt jetzt nicht, ob die das im Stream angezeigt bekommen und dann darauf reagieren, aber wir spenden einfach mal. Das ist mein Name! 84,56 Euro für den Deutschen Tierschutzbund. What? Bei mir hat gerade Laser Luca 80 Euro gespendet. Was? 80 Euro? What? Das ist das Mindeste für Tiere. Bitteschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Kein Problem. Wow. Sehr, 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 sehr gern. Das wäre wirklich, ne? Ja, kein Problem. Ist immer cool, solche Sachen zu supporten. Ich supporte hier in Köln ja auch einige Tierschutzprojekte. Sie hier spielt gerade GTA Online und hat 29 Zuschauer. Wir spenden jetzt einfach mal 100 Euro. Und ich mache das komplett ohne Nachricht. Ich schreibe einfach nichts rein. Einfach komplett kommentarlos. Das ist gut? Hä? Es kam sofort an. Sofort, warte ganz kurz. Achso, ja. Klar. Hä, was ist denn jetzt passiert? Pyro? Warst du das? Hä, ich? Ich war das. Was ist hier gerade passiert? Ich habe 100 Euro donated. Ich muss mal ganz kurz was nachdenken. Dankeschön für fucking 100 Euro. Wer ist Laser Luca? Es ist so lustig, weil ich mit meinem besten Freund immer mal über dich rede. Und deswegen ist das gerade so random. Ich dachte, sie kennt mich nicht. Ich finde es aber auch wichtig, kleinere Streamer zu supporten. Ich meine, sie hier hat jetzt gerade 29 Zuschauer. Klar, 29 Leute, das ist ein ganzer Klassenraum voll. Also, wenn ich vor 29 Leuten stehen würde, würde ich mir echt in die Hosen pissen. Aber ich finde gerade so auf Twitch oder so Plattformen, wo es neue Creator halt sehr schwierig haben, macht Sinn, kleinere Creator zu supporten. Egal, ob das jetzt nach meinen Livestreams mit einem Raid ist, also ich schicke meine Leute rüber zu kleineren Streamern oder jetzt hier halt ein bisschen Geld. Machen wir nun allerdings weiter mit 130 Euro, die ich an sie donaten werde. Sie spielt gerade irgendwie so ein Tierspiel. Ich schreibe als Nachricht einfach mal Messi oder Ronaldo. Mal schauen, was sie sagt. Laser Luca, danke für 130 Euro. Messi oder Ronaldo? Messi oder Ronaldo? What? Was? Niemals. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Es gibt nur eine Antwort. I don't know. Messi. Ich würde Messi sagen. So, sehr gut. Das ist die Frage. Ich habe einen Fisch geworfen. Ich bin mal gespannt, was sie sagt, wenn sie sieht, dass ich 130 Euro donated habe. Ich weiß ja noch nicht, wie viel ich donated habe. Ach du ja, heilige Scheiße. Laser Lukas? Beantworte lieber die Frage. Dann sage ich Messi. Ja, sehr gut. Okay, richtige Antwort. Bitte schön für die 130 Euro. Mach mal weiter deinen Hasenkampf da. Mo ist auch gerade live und bei ihm schauen 20 Leute zu. Mo ist ein Kumpel von mir aus Köln. Ich donate ihm jetzt einmal mal einen Fuffi so auf Lock. Bitte mach deinen Stream aus. Eine Stunde später. Krieg mal hin. Ja, kriegst du es auch mal hin, die Dono vorzulesen, Mo? Hör auf zu pfeifen. Mach hier nochmal hier eine Anwesenheitskontrolle. Anwesenheitskontrolle. Alle, die in den Chat schreiben, alle, die gerade gucken. Ja, das schreibe ich jetzt auch. Lies mal deine Donos vor. Luca, was machst du hier, Alter? Hast du was gespendet oder was? Ja, habe ich. Ich habe keine Dings an. Mir egal, zieh ich gleich zurück. 50 Euro? Ja. Mach deinen Stream aus. Ja.
Digga, warum spendest du mir 50 Euro? Weil wir so schön sind. Ich hab nur Sub-Dings eingefügt, weil ich dachte, mir spenden tut eh keiner. Mhm. Wer? Ich danke dir. Wer gefragt hat? Du Huso. Als nächstes spenden wir 200 Euro an ihn hier. Das ist ein alter Herr, der hat gerade 4 Zuschauer und spielt Roblox. Ich glaube, er checkt's nicht. Laser Luca? Weißt du, wie viel das waren? Ach ja. Ach ja. 200 Euro. Die bringen das Buch dann auch raus? Er hat gesagt, die bringen das für dich raus. Die bringen das für dich raus. Die drucken das und so und bringen das in die Geschäfte, ne? Jetzt unterhalten die sich über Bücher? Also, for real, ich habe da jetzt wirklich nichts Großes erwartet oder so, aber ich dachte halt, dass man so einen älteren Herrn wie ihm hier, den Om Siem oder wie er heißt, dass er zumindest irgendwie dankbar ist. Er hat einfach nur einmal kurz gesagt. Danke dir, Bro. Um das ganze Video jetzt allerdings abzuschließen und um vor allem auf die 1000 Euro zu kommen, donate ich jetzt zu allerletzt 370 Euro an die beiden hier. Die laufen gerade irgendwie in Real Life rum und ich erhoffe mir da einfach irgendwie eine krassere Reaktion als bei dem Opa gerade. Als Nachricht schreibe ich einfach, wer das hieß, ist doof. Ich glaube, es hat noch nie jemand 370 Euro donated mit so einer dummen Nachricht. Oh, ich glaube, sie checkt's. Was war das gerade? Ist Laser Luca hier drin? Ja. Sie guckt wie so ein Esel. Gerade gesehen? Irgendwas mit PayPal, ja. Mach mal auf. Laser Luca, wenn du hier bist, danke dir. Bitte, hast du gesehen, wie viel? Ich habe gerade 370 Euro bekommen. Wieso spendiere ich dir den Zoll? Sie heult. Luca, by the way, sie ist noch Single. Ach du Scheiße. Ey, oh ich war vorhin bei diesen Reisen und Outdoor-Aktivitäten, weil ich mir dachte, wenn Leute unterwegs sind in Public, ist es vielleicht ein bisschen spannender, als wenn Leute Roblox zocken und das vielleicht gar nicht nebenbei merken. Wie random. Das ist krass. Oh mein Gott, danke schön. Ey, so krass ist das jetzt auch nicht. Das ist ja 2 Minuten arbeiten. Du weißt gar nicht, wie dringend ich das Geld gerade brauche. Deswegen kam es so komplett unerwartet. Aber wow. Wow. Ich bin sprachlos, ihr habt Zim bekommen. Es ist sehr selten bei mir, aber. Ich finde, dass du glücklich bist, bitte. Ich bin gerade kurz vor heulen, Mann. Ja, okay, krass, Freunde. An der Stelle will ich das heutige Video jetzt auch beenden. Wenn ihr auch mal von mir Geld donated bekommen wollt, dann abonniert meinen Kanal und. Keine Ahnung, Digga, ich muss so kacken die ganze Zeit schon. Danke, ganz viel Liebe. Ich hau nicht an. Ja, zu mir kommen, wir heulen jetzt zusammen. Ich heule, weil es dir gut geht. Ich heule, weil ich berührt bin. Oh, bisschen Hitzewallung.